Hallo allerseits. Ich habe diese Kaffeepflanze geschenkt bekommen. Angeblich soll die Pflanze sogar in Deutschland eines Tages Bohnen bekommen. Aber nur, wenn man sie auch gut pflegt. Wichtig dafür ist der Standort der Pflanze. Der sollte warm, hell, aber vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Hallo Steffi, eine Kaffeepflanze im Haus hochziehen, das schaffst du nie im Leben. Die Kaffeepflanze gehört in den Garten eingepflanzt, damit sie dort genügend Frischluft bekommt. Das Raumklima drinnen ist viel zu trocken und sie benötigt auch keinen warmen Raum. Die Pflanze ist an sich sehr robust und deswegen machen ihr die Temperaturschwankungen auch nichts aus. Frau Westerwelle ist dran. Ich grüße Sie. Sie haben ja mitgemacht bei uns im Netz, ardbuffet.de. Da kann man sich auch für unser Quiz bewerben. Ja. Was meinen Sie zur Kaffeepflanze? Haben Sie welche selber? Nee, Kaffeepflanzen habe ich nicht. Kaffeepflanzen habe ich nicht. Also ich sag mal Stefanie. Sie trauen das Stefanie zu, dass sie weiß, dass man die als Zimmerpflanze gut ziehen kann. Wenn dem ja so wäre, 250 Euro für Sie. Wir gucken mal. Ja. Ich habe natürlich recht. Kaffee wird in warmen Gebieten angebaut. Deshalb fühlt sich meine Kaffeepflanze auch bei 25 Grad am wohlsten. Ein bisschen kälter ist kein Problem. Unter 15 Grad wäre schlecht. Ansonsten sollte die Pflanze an einem warmen, hellen Ort stehen, der allerdings vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Der Garten bietet sich da gar nicht an, weil es einfach viel zu kalt wäre. Frau Westerwelle. Ja, wunderbar. Das ist gut, ne? Das Wochenende beginnt gut für Sie. Ich hatte Sie gar nicht gefragt, von wo aus Sie jetzt gerade eben anrufen. Wo sind Sie zu Hause? Gladbach. Aus Gladbach, na wunderbar. Wir schicken auf jeden Fall den ARD-Buffet-Rucksack, den on top. Und die 250 Euro kommen auch. Und Sie und ich, wir wissen jetzt, wenn man sich mit einer Kaffeepflanze zu Hause abgeben möchte, kann man das tun. Sie sollte allerdings drin, hell stehen und einigermaßen warm, direkte Sonneneinstrahlung aber nicht. Vielen Dank fürs Mitmachen und schönes Wochenende.